Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung aus dem Bundestag. Heute ist 1. Januar, erster Tag im neuen Jahr. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie gut reingekommen sind und das Jahr friedvoll, gesund und alles, was man so wünscht, wünsche ich Ihnen auch für das kommende Jahr 2024 oder das jetzt schon begonnene Jahr. Und für viele Politiker in Berlin oder für einige zumindest geht es wieder neu ins Rennen, obwohl sie die Wahl verloren hatten 2021 oder gewonnen hatten. Sie müssen am 11. Februar trotzdem noch mal antreten, weil das Bundesverfassungsgericht das so will. Und einer dieser Kandidaten ist Klaus Mindrup. Er war im Bundestag schon bis 2021, hat es 2021 nicht geschafft und jetzt tritt er noch mal oder wieder an, weil das Verfassungsgericht das so will und er auf der Liste damals stand, muss er jetzt ins Rennen gehen. Das tun Sie doch gerne. Und ich sage herzlich willkommen und ein schönes neues Jahr. Danke. An Klaus Mindrup, Wahlkreis 77. Das wünsche ich Ihnen auch. 79 ist es, glaube ich. Aber ich habe auch gar nicht mehr nachgeguckt. Aber auf jeden Fall ist der Bundestagswahlkreis Pankow. Ja, das ist das Wichtigste. Wie ist denn das so, wenn plötzlich ein Anruf kommt und sagt, Sie müssen jetzt antreten, Sie kommen vielleicht doch wieder in den Bundestag? Das war ja nicht völlig überraschend. Also, das Urteil hätte ja anders ausgehen können. Ja, aber der Bundestag hat ja im November, ein Jahr vorher, 2022, beschlossen, die Wahl in weiten Teilen meines Wahlkreises, ungefähr 80% der Wahllokale, für ungültig zu erklären, weil es nachweislich schwere Fehler gegeben hat. Und ich habe ja, wie sich das für einen guten Demokraten gehört, nachdem ich verloren hatte, dem Wahlkreissieger gratuliert, habe meinen Koffer gepackt und habe mich wieder neuen Aufgaben gewidmet. Ich war ja vor dem Bundestag selbstständig, musste dann wieder in die Selbstständigkeit, in meinem Alter dann auch nicht so ganz einfach. Also ich habe mich auf andere Dinge konzentriert, habe aber dann sehr schnell festgestellt, weil mich immer mehr Menschen angesprochen haben, dass sie einfach umgedreht sind, vor allen Dingen ältere Menschen, die gesagt haben, Herr Mindrup, ich wollte Sie eigentlich wählen. Aber ich kann nicht 2 Stunden warten. So. Und dann habe ich festgestellt, dass doch diese Wahl nicht gleich und geheim war, wie eine Wahl normalerweise sein muss, sondern dass sie, es eben massivste Wahlfehler gab. Aber haben Sie das nicht rechtzeitig gesagt, dass dem Wahlleiter, dem SPD-Vorsitzenden oder der SPD-Vorsitzenden und sagt, sag mal, das geht doch so nicht, was da abläuft? Nein, also das kriegst du ja nicht mit. Also ich selber habe angestanden in meinem Wahl... Ja, bis auf die älteren Leute, die gefragt haben. Ja, klar, die hinterher kamen, die kamen ja nicht an den Wahltag. So, ich habe ja selber angestanden und habe lange gewartet, aber das ist ja ein Wahllokal. Und dann habe ich gesehen, wir haben unsere SPD-Feier in Weißensee gehabt und da standen die Leute noch an zum Wählen. Da war schon im Fernsehen das Wahlergebnis verkündet und ich glaube, das Wahllokal hat dann so gegen 21 Uhr geschlossen. Also das sind absurde Zustände gewesen, die komplett unwürdig sind für Berlin. Und ja, und ich hab die Dimension des Ganzen erst verstanden, als ich den Einspruch des Bundeswahlleiters gelesen habe. Und dann habe ich aber auch festgestellt, der Bundeswahlleiter hat dann gesagt, ja, obwohl 80% der Wahllokale, in 80% der Wahllokale in Pankow es Fehler gab, hat er dann gesagt, die Erststimme muss nicht wiederholt werden. Mhm. Ja, dann musste ich noch mit dem Anwalt dem Bundeswahlleiter schreiben, dass er nicht rechnen kann. So, weil ganz klar war das Erststimmenrelevanz, das hat ja dann auch der Bundestag beschlossen und das hat dann das Verfassungsgericht bestätigt. Also insofern wusste ich, dass das kommen kann. Aber man weiß ja tatsächlich nicht, wie es ausgeht. Das Bundesverfassungsgericht trifft ja auch manchmal überraschende Beschlüsse. Also von daher, sagen wir es mal so. Vor See und vor Gericht. Genau, genau. Also ich habe mir jetzt nicht irgendwie 2 Jahre darauf gewartet, dass die urteilen, sondern habe ganz normal meine Arbeit gemacht und bereite mich jetzt, seitdem die Entscheidung da ist, auf meine Kampagne vor und verrückterweise. Ich habe mir das natürlich angeguckt live, als der Beschluss kam. Aber ich war beruflich in San Francisco, weil ich mich mit Fragen der Energieversorgung und der Digitalisierung in Kalifornien auseinandergesetzt habe. Das heißt, das war bei mir 1 Uhr in der Nacht. Ja, aber da gibt es viel Sonne und dort die nach Pankow zu verfrachten. Naja, als ich da war, hat es ständig geregnet, aber ich musste auch arbeiten, also insofern passte das. Welche Komplikationen kommen denn jetzt drauf zu? In all unseren Sendungen, die wir zu dieser Wiederholungswahl gemacht haben, muss ich gestehen, habe ich oft manches nicht verstanden. Wenn der so und so viele Stimmen auf der Erstliste oder Zweitliste kommt, dann könnte es sein, dass ein Berliner rausfliegt und dafür einer aus Nordrhein-Westfalen reinkommt.
Können Sie das mal einfach erklären, worum es jetzt eigentlich in Ihrem Falle zum Beispiel geht? Mein Fall ist relativ, zu gewinnen. Mein Fall ist relativ einfach. Also die Berliner SPD hat mir einen anständigen Listenplatz verweigert. Also ich stehe nicht auf der Landesliste und deswegen kann ich nur direkt gewählt werden. Und ich kann nur direkt gewählt werden, wenn ich mehr Stimmen als meine Mitbewerberinnen und Mitbewerber kriege. Das ist relativ einfach. Genau. Und eine Stimme mehr reicht. So, aber beim letzten Mal waren es ein bisschen weniger. Und das andere ist die Frage der Zweitstimme. Da befürchtet Berlin, dass die Wahlbeteiligung zurückgeht. Und wenn die Wahlbeteiligung zurückgeht, sinkt quasi der Anteil von Berlin an den bundesweiten Stimmen. Und dann kann es Verlagerungen geben. Also, dass ein Berliner nicht reinkommt, obwohl er auf der Liste... Mehrere. Also, es kommt wirklich darauf an, wie viele Berlinerinnen und Berliner zur Wahl gehen und welche Partei sie wählen. Aber das ist alles... Also, Sie müssen einfach... Ich brauche eine Stimme mehr als... Sie müssen die meisten Stimmen holen. Genau, das ist ganz einfach. So, alles die Zweitliste andere, interessiert bei Ihnen gar nicht. Ich habe jetzt gerade pflichtschuldrig meinen Werbeblock für die Wahlbeteiligung gemacht. Und das ist auch im Interesse der Berlinerinnen und Berliner, dass sie gut vertreten sind. Und wie viele Stimmen sind das umgerechnet? Wie viele tausend Stimmen? Das weiß man nicht, weil das kommt ja darauf an, wie die Wahlbeteiligung ist. Es ist so, dass in 80% ungefähr der Wahllokale bei mir ist die Wahl für ungültig erklärt worden. Das Bundesverfassungsgericht hat das nochmal erhöht. Also der Bundestag hatte eine klare Tabelle, was für ungültig erklärt worden ist. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht diese Tabelle nochmal erweitert. Genau, und jetzt warte ich eigentlich darauf, dass die Bundeswahlleiterin mal erklärt, wie das eigentlich im Augenblick bei mir im Wahlkreis aussieht. Wenn ich ins Internet gehe, dann sehe ich immer noch, dass der Kollege Gelper Tausende von Stimmen Vorsprung hat. Aber diese Tausende von Stimmen gibt es nicht mehr. Die sind vom Bundesverfassungsgericht und vom Bundestag für ungültig erklärt worden. Weg, nichts, ist nicht mehr. So, aber in 20% sind sie für gültig erklärt worden. Und da habe ich natürlich mal drauf geguckt und da liege ich deutlich vorne. Und jetzt muss man mal gucken, wann die das mal die richtigen Ergebnisse veröffentlichen. Das wird ja ein heißer Wahlabend, der 11. Februar. Ja, man muss das, also ich sage jetzt mal, man kann ja auch mit Gegenwind gut segeln, nicht? Also Rückenwind von meiner Partei, vom Bund empfinde ich gerade nicht. Ja, die Frage wollte ich Ihnen gerade stellen. Sie haben es ja Gott sei Dank gesagt, die Partei hat Sie auf der Liste nicht gewollt. Genau. Hat Sie 2021 da nicht draufgeschrieben. Die Berliner Partei. Ja, die Berliner Partei. Ja, aber jetzt kandidieren Sie eben für diese Berliner Partei wieder. Ich kandidiere erstmal in meinem Wahlkreis und da bin ich ganz deutlich von meiner Pankow SPD nominiert worden. Und alles andere ist Schnee von gestern. Ja. Sie sind ja im Prenzlauer Berg aktiv gewesen oder noch immer und haben eine Genossenschaft dort gegründet mit 500 Wohnungen. Das heißt, alle die in Ihrer Genossenschaft, die Sie mitinitiiert haben, wohnen, zahlen etwa nur die Hälfte des üblichen Marktmiete. Ja, ist das so? Das ist so. Wobei 6-7 Euro Quadratmeter? Genau, wobei inzwischen Zeit, also Berlin hat damals im Jahr 2000 vorgehabt, diese Entwohnungen mitten im Prenzlauer Berg an einen sogenannten Investor zu verkaufen. Der hätte nichts anderes gemacht, als sie weiter zu verkaufen. Also einmal veredeln und einmal immer teurer. Und dann hätte da keiner mehr von der angestammten Bevölkerung leben können. Inzwischen bin ich aber... Was haben Sie denn da gemacht? Da haben Sie, ich war lange da haben Sie gesagt... Das mache ich nicht mit. Ich sammle Freunde und wir machen Genossenschaft oder wie war das? Ich war bei der Gründung mit dabei, aber ich habe die Gründung damals vor allen Dingen politisch begleitet. So, und das war relativ wichtig, weil wir brauchten von Berlin eine Bürgschaft und ein Darlehen, weil wir haben an Berlin die Häuser, also wir haben an Berlin Geld für die Häuser bezahlt und das Geld hat uns Berlin geliehen. Als Genossenschaft, sonst hätten wir das auch nicht schaffen können. Aber wir zahlen brav unsere Kredite an Berlin zurück. Das machen wir jetzt schon seit 23 Jahren und wir werden das auch weitermachen. Und unsere Eigenkapitalquote, wie das so schön bankentechnisch heißt, wächst jedes Jahr so um 1%. Wir werden also immer kreditwürdiger. Aber ich wollte noch sagen, ich bin aber aus dieser Genossenschaft ausgezogen, aus privaten Gründen, lebe jetzt in einer anderen Genossenschaft und habe dann 2021 im Aufsichtsrat nach fast 20 Jahren aufgehört. Und jetzt hat mein Hauskollektiv gesagt, Klaus, jetzt gehst du bitte in die Genossenschaft, wo du jetzt lebst. Und jetzt sitze ich wieder im Aufsichtsrat einer Genossenschaft. Aber das hätte man doch von der Berliner Politik für alle Wohnungen machen können. Denn wäre es nie zu diesen Mietsprüngen gekommen. Und Berlin, hat ungefähr 200.000 Wohnungen verkauft nach der friedlichen Revolution. Und
Da hätte man natürlich einen Großteil genossenschaftlich sichern können. Man hätte auch einen Großteil nicht verkaufen müssen. Und das wissen wir ja alle, dass das die letzte große Privatisierung der GSW, da haben die Erwerber 10% verkauft und hatten dann ihr Eigenkapital drin nach weniger Zeit. Also das ist alles eine... Es ist einfach dumm, wenn man als Staat seine Infrastruktur, und dazu zähle ich auch Wohnungen, an sogenannte Investoren veräußert, weil das ist etwas, das muss gemeinwohlorientiert bewirtschaftet werden. Und Berlin leidet noch unter den Fehlern. Wien hat diese Fehler nie gemacht und Berlin hat jetzt allerdings ja schon seit einigen Jahren eine Kurskorrektur, da bin ich auch nicht ganz unbeteiligt dran, und kauft ja zurück. Allerdings kaufen wir natürlich viel teurer zurück, als wir mal verkauft haben. Als ja. Stadt. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass das in weiten Teilen der Politik endlich verstanden wird, dass Genossenschaften und städtische Gesellschaften gut zusammenarbeiten können und sollten. Ist ja genau dasselbe. Ich hab Sparkassen und ich habe Volksbanken. Kommunal, genossenschaftlich. Und beide sind gemeinwohlorientiert, auch wenn sie wirtschaftlich arbeiten müssen. Und das wäre gut, wenn man da vor allen Dingen Energiefragen besser zusammenarbeiten würde, weil dann hast du auf der einen Seite, ich sage jetzt mal, das Wissen der Bürgerschaft, der Bürgerinnen und Bürger, und auf der anderen Seite hast du natürlich quasi die Kommune, die Stadt, wo auch alle Menschen beteiligt sind, auch die mit weniger Geld, und man sollte da vernünftig zusammenarbeiten. Das hat man leider zwischen 1990 und 2005 versäumt. Ja. Ja, kann man aber ja nachholen. Nicht? Wir machen eine kurze Werbepause und dann sind wir wieder da mit Klaus Mintrup. Er war bis 2021 im Bundestag, dann nicht mehr, und jetzt durch die Wiederholungswahl steht er wieder auf der Liste und hat gute Chancen, diesmal wieder in den Bundestag zu kommen. Und wir reden über Ihr Projekt, die Genossenschaften in Berlin. Nochmal, das wäre doch ein wunderbares Thema, womit man diese Stadt vielleicht nochmal ganz aufrütteln könnte. Bleiben Sie dran, bis gleich. Zurück in unsere Sendung aus dem Bundestag, der ersten in diesem Jahr 2024. Und wir alle hoffen, dass es friedvoller wird als das letzte Jahr 2023. Zu Gast bei mir ist der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Klaus Mintrup aus dem Wahlkreis Pankow und der jetzt vielleicht wieder Bundestagsabgeordnete werden könnte, denn er steht wieder auf der Liste. Auf dem Stimmzettel. Auf dem Stimmzettel, genau. Und am 11. Februar abends geht es dann ans Aussehen und vielleicht sind Sie dann wieder im Bundestag. Das liegt an den Wählerinnen und Wählern in Pankow. Wir haben über Ihr Projekt gesprochen, das eigentlich für Berlin wegweisend ist. Sie haben eine Genossenschaft damals mitinitiiert, damals ist schon ein paar Jahre her. Mit 500 Wohnungen fing es an in Berlin-Prenzlauer Berg. Die Mieten heute liegen bei 6 bis 7 Euro Quadratmeter. Sie haben richtig gehört. Und das ist auch der Klaus Mintrup zu verdanken, weil er die Wohnungen der Stadt abgekauft hat. Das heißt nicht nur Sie, sondern Ihre Genossenschaft. Und die Frage ist, hat sich denn irgendwas jetzt in der Wohnungsbaupolitik, in der Mietenpolitik des neuen Senats geändert, dass Sie sagen können, das ist der richtige Weg? Ich bin tatsächlich zufrieden mit dem, was der Senat da auf den Weg gebracht hat. Also der Senat nimmt jetzt die Genossenschaften als Partner auf Augenhöhe wahr. Es gibt auch eine gute genossenschaftliche Förderung, um Häuser zu kaufen. Also wir haben auch eine Genossenschaft. Wenn wir jetzt eine Genossenschaft gründen und zum Wegner gehen und sagen, wir wollen gerne das Haus kaufen, um es genossenschaftlich zu betreiben. In der Regel sollte man sich dann schon ein bisschen auskennen und sollte eigentlich mit einer Genossenschaft zusammenarbeiten. Die neue Häuser aufnimmt, die bei den Banken ein gutes Rating hat, die gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Und dafür gibt es tatsächlich, wenn man jetzt Häuser kauft, wo die Erben zum Beispiel sagen, das ist jetzt gerade in Prenzlauer Berg vor einem Jahr passiert, in der Kastanienallee, wo die Erben sagen, wir möchten nicht
nicht, dass ein Spekulant die Häuser kauft, dann bekommt die Genossenschaft doch ein gutes Darlehen aus Berlin. Das ist mir wichtig. Es sind Kredite, die kommen, die müssen auch zurückgezahlt werden. Das ist wichtig, sind keine Zuschüsse, aber das ist ein gutes Programm. Und auch ansonsten sind die Signale in Richtung genossenschaftliche Neubauförderung in Berlin gut. Also insofern, da setzt man jetzt stärker auf die Genossenschaften. Leider auf der Bundesebene ist jetzt gerade eben, es gibt auch eine Förderung für Genossenschaftsanteile, die ist gerade gesperrt worden im Zuge der Haushaltskrise. Jetzt höre ich aus dem Bund, dass sie wieder auf irgendwelche steuerlichen Sonderabschreibungen setzen. Das hilft alles Genossenschaften nicht, auch nicht städtischen Gesellschaften. Also in Berlin ist die Richtung besser als im Bund im Augenblick. Ja, immerhin. Aber trotzdem ärgert mich das natürlich, weil wir haben das ja erlebt, der Prenzlauer Berg ist ja saniert worden, auch ein großer Teil mit Fördermitteln. Und diese Förderung hat immer eine Bindung zur Folge. Und die Bindung sind 20 bis 30 Jahre. Und wir sehen jetzt, dass die Häuser weiterverkauft werden, dann zum Teil jetzt entmietet werden. Und die Mieterinnen und Mieter sind Wenn die 20 Jahre rum sind. Und ich habe jetzt bei mir in der Straße, wird jetzt eine möblierte Wohnung, wurde inseriert im letzten oder in diesem Jahr, für 62 Euro pro Quadratmeter möbliert vermietet. 62 Euro pro Quadratmeter möbliert vermietet. Das ist doch Wucher. Das ist rechtlich eine Grauzone, weil diese Regierung, diese Bundesregierung das nicht vernünftig regelt, weil das möblierte Vermieten auf Zeit ist eine Ausnahme. Ja, und Gewerbeimmobilien dasselbe. Ja, und ich halte das Ganze für wirklich aber witzig. Und, ja, aber Ihre Partei, die SPD, muss doch sagen, das geht so nicht. Sie sitzt in der Regierung, stellt den Kanzler und die Bauministerin. Finde ich auch. Ja. Finde ich auch. Sitzen wir hier und sagen, finde ich auch. Finde ich auch, Entschuldigung. Typisch Stammtisch und hauen auf den Tisch und nichts ich passiert. Als ich noch im Bundestag war, Dinge durchgesetzt, wo mir Leute vorher gesagt haben, die setzt du nie durch. Ja. So habe ich aber durchgesetzt. Ja, dann müssen sie wieder im Bundestag. Zum Beispiel den Umwandlungsschutz. Das ist immer die Frage, wo kommt man her, ne? Mit welchen Leuten redet man? Ist man in der politischen Blase, wo alles schön geredet wird, oder redet man noch mit Menschen auf der Straße, die eben eine Eigenbedarfskündigung haben und die nicht wissen, wo sie hingehen sollen? Und das ist mein Problem mit der augenblicklichen Politik, dass vieles sozusagen in Blasen schön geredet wird, aber die Herausforderungen, die wir haben, in Berlin wahrscheinlich über 40.000 bis 50.000 wohnungslose Menschen, von denen wir gar nicht genau wissen, was sie machen, weil die zum Teil dann, netter Ausdruck, Couchsurfing machen, sich nicht registrieren lassen, bei Freunden übernachten. Also wir haben eine dramatische Wohnungskrise. Und die Antwort kann dann nicht Schulterzucken sein, wir können nichts daran tun, sondern die Antwort muss natürlich sein, den Mieterschutz zu verbessern, und zwar gegen solche spekulativen Elemente vorzugehen oder Spekulation vorzugehen, muss man ja beim Namen nennen. Also Mieterschutz verbessern und natürlich dann auch neue Wohnungen bauen. Aber dann nicht mit dem Strohfeuer, wo nach 20 Jahren die Leute wieder rausfliegen, sondern eben auf Dauer nur Wohnungen fördern für Unternehmen, die auf langfristig günstige Mietwohnungen anbieten. Ja, aber dieses Herausfliegen aus der Förderung hatten wir ja schon mal. Ja, das wiederholt sich alles. Ja, also ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter und das ärgert mich aber. Ja. Also ich konnte es, da war ich politisch nicht aktiv, Anfang der 90er Jahre nicht verhindern. Und jetzt macht man denselben Fehler 30 Jahre später. Das ist absurd. Bald sind Sie ja vielleicht wieder politisch aktiv. Ja, ich werde schon, Sie hören das ja schon, ich erhebe schon meine Stimme. Ja. Und die wird zum Teil auch gehört. Aber es ist wirklich ein Problem. Eine Frage zu den 62 Euro Quadratmeterpreis für eine möblierte Wohnung. Wo fängt denn das möbliert an? Ich habe eine Wohnung, stelle da einen Stuhl rein und einen Tisch. Ist es denn möbliert? So ungefähr. So ungefähr. Ich werde mich jetzt mal mit ein paar Juristen... Das ist doch willkürlich. Ja, na klar, das ist willkürlich. Das ist absolut willkürlich. Ja, aber in unserem Staat ist doch alles geregelt. Naja, meine Erfahrung ist, das sehen wir ja bei den Berliner Wahlen, dass nicht alles gut geregelt ist. Und ich meine, um da mal wieder zurückzuspringen, dass dann über zwei Jahre nach der Wahl eine Entscheidung fällt, ist doch auch absurd. Ich meine, ich bin selbstständig. Also ich muss meine Leistung erbringen und die muss ich in der Zeit erbringen. Aber ich kann doch nicht sagen, oh ja, jetzt machen wir nächstes Jahr, komm mal übermorgen vorbei. So. Und also da hat sich etwas eingeschlichen, wo ich sage, das kann eigentlich nicht gut sein. So. Also, und wir erleben das tatsächlich, das ist oft
oftmals so, wir haben bestimmte Dinge hochgradig bürokratisiert und bis auf 3 Stellen hinterm Komma, ne, wird es dann reguliert, ne? Aber die 2 Stellen vor dem Komma, die regulieren wir nicht mehr. Also es ist wirklich ein Problem. Das ist auch eine Frage der Akzeptanzkrise in unserem Staat, weil manche Menschen sagen, Regeln gelten ja nicht für alle. Aber das ist das Wesentliche eines demokratischen Staats, dass Regeln für alle gelten müssen. Ne? Von den einfachen Menschen bis zum Bundeskanzler. Genau. Ist das der Hauptgrund, dass die Leute verzagen, ob dieser Regierung, die Vertrauen der Regierung nur noch zu 20%? Das ist dass auch, sie merken, da wird nicht mehr richtig entschieden? Und das ist auch einer der Gründe. So, wobei ich glaube, ein vielleicht noch wesentlicher Grund ist, wenn man eine Krise hat, und wir haben ohne Zweifel eine Krise, wir haben einen Krieg, einen Angriffskrieg, wenige 100 Kilometer von unserer Grenze entfernt. Wir haben über 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. In einer solchen Krisensituation muss man normalerweise überparteilich zusammenarbeiten und mit der stärksten Oppositionskraft gucken, welche Lösungen man große findet. Große Koalition? Ich rede nicht von einer großen Koalition, sondern ich rede davon, dass man auch natürlich mit den Bundesländern zusammenarbeiten muss und dass man einen Dialog führen muss, der über die engen Parteigrenzen hinausgeht. Ich rede jetzt nicht für die große Koalition. Diese Regierung, die wir haben, ist gewählt, aber sie muss trotzdem schauen, dass sie zumindest mit den Bundesländern, die ja zum Teil auch unionsgeführt sind, zusammenarbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass, um jetzt den Namen zu nennen, eine Zusammenarbeit mit Herrn Merz ein bisschen schwierig ist, ne? Weil dem merkt man ja wirklich an, dass er mal von Frau Merkel gedemütigt worden ist und dass er das jetzt wieder alles gut machen muss. Aber trotzdem, wir haben ein Problem in der Diskussionskultur. Und wenn die deutsche Einheit so angegangen worden wäre, wie wir jetzt bestimmte Dinge angehen, können wir immer noch verhandeln. Genau, so. Und das geht so nicht. Und das muss sich tatsächlich ändern. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie eine gewählte Bundesregierung in Zweifel ziehe. Das ganz bestimmt nicht. Aber trotzdem, die Kommunikation muss größer werden und das Mitnehmen muss mehr werden. Und man muss auch mal auf den Sachverstand der Menschen hören. Siehe das Wärmepumpen Gesetz. Das war ja in dem ersten Entwurf wirklich nicht umsetzungsfähig. Und jetzt? Jetzt ist es besser. Jetzt höre ich heute Morgen im Radio, ja, dass das Wärmepumpengeschäft drastisch eingebrochen ist. Ja, das ist ein Problem. Das stimmt wahrscheinlich auch, aber es ist immer so ein Thema, wenn man Panik macht. Also ich bin vor einem Jahr nach Dänemark gefahren. Ne? Und die Dänen sind wahrscheinlich 2028 durch damit, dass sie noch Erdöl und Erdgas zur Verbrennung und von Heizen von Häusern einsetzen. Da sind die 15 Jahre vor uns. Und was ist die Erfolgsgeschichte in Dänemark? Man hat es nicht dem Einzelnen überlassen, sondern man hat gesagt, wir lösen das gemeinsam. Ein Großteil der Wärmeversorgung in Dänemark erfolgt eben über Wärmenetze. Und da haben diese Wärmenetze, ich war dann in Esbjerg, die haben dann eben nicht tausende Einzelwärmepumpen, sondern die haben eben eine große Wärmepumpe. So, und ich muss halt gucken, wie ich für die Gemeinschaft gute Lösungen finde. Und dann ist es auch so, da sind wir wieder bei den Genossenschaften, ein Großteil der Wärmeversorgungsunternehmen in Dänemark sind Genossenschaften, nicht gewinnorientiert, anderer Teil ist kommunal. Das heißt, die Menschen wissen auch, sie werden nicht ausgenommen. Da hat keiner klebrige Finger. Und in also Deutschland Reprivatisierung. Genau, und in Deutschland hat man immer das Gefühl, irgendwer versucht jetzt hier gerade wieder Gewinne zu machen. Gerade dann im Prinzip, als die Wärmepumpendebatte da war, gab es ja auch den großen Verkauf eines großen Herstellers. Und das ist etwas, das ist nicht gemeinwohlorientiert. Ich muss doch gucken, ist doch vollkommen klar, wegen der Klimakrise, ich muss aufhören, Erdöl und Kohle und Gas zu verbrennen. Stopp. So, aber da muss ich überlegen, wie mache ich das, so dass meine Bevölkerung das bezahlen kann und eigentlich noch reicher wird und nicht ärmer wird. Also, am 11. Februar können Sie wählen. Klaus Mindorf steht in Pankow auf der Abstimmungsliste, das Wort Liste darf ich ja nicht. Auf dem Zettel. Auf dem Stimmzettel, genau, ich suche das Wort. Auf der Liste fehle ich, auf dem Zettel stehe ich. Ja, und man kann es machen. Er hat es bewiesen, dass er es machen kann. Er hat nicht geredet davon, Genossenschaft zu gründen, sondern wir haben auch Energiegenossenschaften. Es funktioniert. Und wenn es im größeren Maßstab
funktionieren soll, kann ich Ihnen nur sagen, viel Erfolg am 11. Februar. Dankeschön. Und kämpfen Sie eifrig. Und ein gutes das und gesundes neues Jahr. Das war die erste Sendung im neuen Jahr aus dem Bundestag mit Klaus Mindrup. Er war schon mal SPD-Bundestagsabgeordneter und möchte es jetzt gerne wieder werden. Am 11. Februar haben Sie dafür die Chance. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder, wie immer, nächsten Montag um 20.15 Uhr. Danke für heute und tschüss.